Haben Sie schon mal Drogen genommen? Oder sind Sie schon einmal betrunken Auto gefahren? Das sind alles heikle Fragen, auf die eine Person nicht antwortet, wenn sie sich nicht im Schutze der Anonymität befindet. Also niemand wird hier ehrlich darauf antworten, wenn der Interviewer hier gegenüber von der Person sitzt, die antworten soll und ja, dann letztendlich sieht, ob ich hier mit Ja oder Nein antworte. Ja? Also wenn wir hier Antwortmöglichkeiten Ja, Nein zulassen, dann kann man damit rechnen, dass der Befragte nur dann wahrheitsgetreu auf solche heiklen Fragen antwortet, wenn er sich im Schutze der Anonymität befindet. Ansonsten muss man damit rechnen, dass er flunkert. So, jetzt nehmen wir mal die erste Frage hier. Und jetzt möchte man zum Beispiel den, ja, prozentualen Anteil an Menschen in Deutschland wissen, welche schon einmal Drogen genommen haben. Ja, und möchte dabei auch noch Geld und Zeit sparen. Ja, dann wird man nicht alle Menschen in Deutschland befragen, sondern eine sogenannte Stichprobe auswählen, also eine Anzahl von beispielsweise 1000 Menschen befragen. Und mit diesen gewonnenen Daten kann man dann Rückschlüsse auf, ja, das Gesamtverhalten ziehen. Also Rückschlüsse darauf ziehen, wie hoch der Anteil an Menschen in Deutschland ist, die schon einmal Drogen genommen haben. Ja. Okay, wir brauchen ein psychologisches Verfahren, das die Anonymität der befragten Person sicherstellt. Und dieses Verfahren heißt ja, man will das wahre Ergebnis der Befragung schätzen, also und dieses Verfahren hier, das funktioniert wie folgt. Es gibt erstmal drei Karten, man kann auch variabler sein in der Anzahl der Karten, wir machen es hier mit drei. Also wir haben hier drei Karten, die bekommt natürlich der Befragte vorgelegt. Die heikle Frage, die stellen wir mal an den Anfang. Das ist auch kein Muss, also da kann man auch variabel sein. Also wir schreiben hier mal drauf, auf welche heikle Frage beziehen wir uns, auf die, ja, Fahrt unter Alkoholeinfluss meinetwegen. Sind Sie schon einmal betrunken Auto gefahren? Fragezeichen. Okay, es sind nur Ja-Nein-Antworten zugelassen. Ja. Hier schreibt man, also das ist unmissverständlicherweise die heikle Frage hier ganz links außen. Und hier schreibt man, ist auf dieser Karte eine 3. Ja, und wir schreiben eine 3 hier drauf. Also hier ist sichergestellt, ja, dass jeder hier mit Ja antwortet. Ja. Die Frage ist, ja, ist auf dieser Karte eine 3? Hier steht die 3, also wird jeder Befragte mit Ja antworten. Also haben wir hier schon mal eine 100% Prognose bezüglich dieser, ja, Antwort. Okay, und hier schreibt man drauf, ist auf dieser Karte eine 3? Fragezeichen. Und da schreibt man diesmal nichts. Also haben wir hier schon mal gewährleistet, dass jeder, aber auch jeder der Befragten hier mit Nein antwortet. Okay. Also diese drei Karten bekommt jetzt dieser Befragte vorgelegt. Die werden gut durchgemischt, das ist wichtig. Und dieser Befragte zieht jetzt rein zufällig eine dieser Karten und beantwortet sie mit Ja oder Nein. Aber, und das ist der entscheidende Punkt bei dieser Technik, der Interviewer, also wenn ich die Person befragen würde, ich sehe nicht, auf welche
Frage er mit Ja oder Nein antwortet. Das ist sehr wichtig. Dadurch ist natürlich diese Anonymität sichergestellt. Dieser Befragte antwortet mit Ja oder Nein und hat die Gewährleistung, dass ich nicht weiß, ob er auf die heikle Frage mit Ja antwortet. Ja? Also mit dieser Technik stellt man diese Anonymität her. Vielleicht eine kurze Zusammenfassung, weil es ziemlich schnell war. Also ich als Interviewer interessiere mich nur für die Ja-Sager. Ja? Da meine Forschungsfrage auf die Anzahl der betrunkenen Fahrer Bezug nimmt. Ja? Eine Frage wird hier mit 100% beantwortet. Das war diese hier. Das war diese mit der 3 drauf. Da kann der Befragte nicht anders als zustimmen, also die Frage mit Ja zu beantworten. Also ist hier, also die Frage mit Nein zu beantworten, diese hier, das ist natürlich ausgeschlossen, die Wahrscheinlichkeit ist null. Und dann haben wir hier eine Anzahl von Leuten, beispielsweise von, ja, 3000, nennen wir mal N3000, die befrage ich. Und dann wird genau diese Frage, also die Frage, mit die sich auf diese 3 bezieht, also Karte mit der 3 drauf, die wird circa 1000 Mal gezogen werden. Ja? Da sie mit der Wahrscheinlichkeit ein Drittel gezogen wird. Ja, wir haben 3 Karten, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau diese Karte ziehe, ein Drittel. Ja? Die andere nicht heikle Frage, ja, die wird zu 100% mit Nein beantwortet. Das ist ja die hier, ganz rechts außen, die da. Kann man ja nicht anders beantworten als mit Nein. Ja, und die Leute, welche die heikle Frage mit Nein beantworten, die interessieren mich sowieso nicht. Ich interessiere mich ja nur für die Ja-Sager. Ich möchte untersuchen, wie viele in der Population sind schon mal betrunken Auto gefahren. Ja. Deshalb, ja, also genau deshalb ist der Überschuss an Ja-Sagern, ja, bei diesen circa 1000, die diese Karte gezogen haben, der Anteil, der die heikle Frage mit Ja beantwortet hat. Kann gar nicht anders sein. So, und jetzt ist zugegebenermaßen dieses circa 1000 Leute haben genau diese Karte gezogen. Ja, ist im ersten Moment etwas schwammig. Aber würde man das Experiment, also Ziehen einer Karte, unendlich oft wiederholen, würde sich die Wahrscheinlichkeit, genau diese Karte hier zu ziehen, gegen ein Drittel stabilisieren. Ja? Deshalb auch das circa, ja, hier vorne, weil wir ja nicht unendlich viele Leute befragen, sondern nur eine endliche Anzahl, hier in dem Fall jetzt 3000. Okay? Also demnach erhalten wir brauchbare Daten, mit denen man eine gute Approximation der Wirklichkeit erzielen kann. Ja? Also eine Approximation ist immerhin noch besser als überhaupt keine Aussage. Gut, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern des Videos, zur Mathematik. Das war ja nur ein Vorspann, um was es hier überhaupt geht. Also sei P die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig, also rein zufällig, ausgewählte Person aus Deutschland das kriegen wir vielleicht besser hin. Schon einmal betrunken Auto gefahren ist. So. Ja, das heißt, dieser Parameter P, der ist unbekannt, aber er existiert. Ja? Weil diese Population, also diese Gruppe der Leute, die schon einmal betrunken Auto gefahren ist und in Deutschland lebt, die gibt es ja. Also gibt es diesen Parameter, wir wissen nur nicht, wie groß oder wie klein der ist. Und den wollen wir jetzt schätzen. Wir wählen das Binomialmodell aus, also sagen hier x1 bis xn sind meine befragten Leute. Wir haben n Stück, also hier in unserem speziellen Beispiel 3000 gesetzt und die sind unabhängig. Ja? Das sind Zufallsvariablen, wobei die Zufallsvariable natürlich sich auf die Ja-Antwort des Befragten bezieht. So, wir befragen n Stück.
Ja, konkret N3000, also 3000 Leute. Und wir interessieren uns nur für die Ja-Antworten. Okay. Weil wir aufgrund dessen, dass dieses Verfahren, dieses psychologische so funktioniert, wie es funktioniert, wir dann durch diese Kenntnis der Ja-Antworten Rückschlüsse auf diese ja, interessante Frage ziehen können. Also wie hoch ist dieser Anteil in der Population? Okay, diese Information über die Ja-Antwort des befragten X1, ja, erlaubt keine Prognose darüber, ob ja X2 bis Xn jetzt mit Ja antworten. Deshalb sind diese Zufallsvariablen natürlich als unabhängig zu betrachten. Also X entspricht unabhängig Zufallsvariablen. XI ist sozusagen der IT-Befragte und die Zufallsvariable selber ist eine unabhängige Zufallsvariable. Okay. So, weiterhin legen wir fest, KI ist die IT-Karte von links abgezählt. Also I ist dann aus dieser Menge 1, 2, 3, weil wir drei Karten haben. Und dann gilt natürlich, das haben wir uns gerade überlegt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich die IT-Karte ziehe, also entweder 1, 2 oder 3, die ist jeweils ein Drittel. Ja? So, wir kodieren an der Stelle. Ja mit 1 und Nein mit 0. Okay. Dann gibt es natürlich zu diesem Problem auch noch bedingte Wahrscheinlichkeiten, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich Karte 1 gezogen habe, dass dann die IT, der IT-Befragte mit Ja antwortet, ja, die ist ja unbekannt, P. Ja, die erste Karte ist ja gerade die Karte, wo die heikle Frage draufsteht. Also der Parameter ist unbekannt. Den wollen wir schätzen. Naja, und dann gibt es noch, ich ziehe die zweite Karte, also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der IT-Befragte die zweite Karte zieht und mit Ja antwortet, die ist 1, ja, die ist 100%, weil auf diese Frage, die auf der zweiten Karte draufsteht, da kann man ja nur mit Ja antworten. Ja gut, und dann gibt es noch, ich ziehe die dritte und dann antwortet der IT-Befragte mit Ja und da ist die Wahrscheinlichkeit 0, ja, weil da steht ja genau so eine Frage drauf, die man nur mit Nein beantworten kann. Gut, es bietet sich auch wieder einmal ein Baum an, um das Ganze zu veranschaulichen. Baumdiagramme sind oft hilfreich. Also ich habe hier jeweils ein Drittel für die Wahrscheinlichkeit dafür, ja, die Karte 1, 2, 3 zu ziehen. Dann kann ich natürlich mit Ja und Nein jeweils antworten. Ja, dann ergibt sich eben dieser schöne Baum hier. Und dann haben wir hier oben jetzt mal der interessante Pfad hier. Da haben wir ja unseren unbekannten Parameter P. Ja, das ist ja gerade diese bedingte Wahrscheinlichkeit, dass wir die erste Karte ziehen und der, ja, der IT-Befragte mit Ja antwortet. Ja, dieser Baum gilt für jeden Befragten. So, und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt gehen wir mal, nehmen wir mal I als Laufindex, ich benutze jetzt J. Die Wahrscheinlichkeit, dass der J-Befragte mit Ja antwortet, ist die totale Wahrscheinlichkeit. Und die kann man ja hier aus dem Baumdiagramm herauslesen. Ja. Also die totale Wahrscheinlichkeit, ich verwende jetzt J, wie gerade angemerkt, der J-Befragte antwortet mit 1 und dann ja, zähle ich die ganzen Ja-Pfade zusammen, also I lasse ich von 1 bis 3. Es gibt genau drei Pfade, die zu Ja führen. 1, 2, 3. Die werden hier zusammen summiert. Naja, und dann haben wir natürlich diese bedingte Wahrscheinlichkeit zu multiplizieren mit der Wahrscheinlichkeit, die entsprechende Karte zu ziehen. Also hier ist KI. Hoppla. KI XI gleich 1. Gut. Also mit J, ja, wir nehmen jetzt eben I als Laufindex, der läuft von 1 bis 3 und müssen dann hier J setzen und sagen, J ist aus dieser Menge 1 bis N, weil wir es allgemein halten, wir befragen N Stück, also N Leute.
Also dann machen wir hier mal weiter. Dann kommt hier raus. Die erste Karte war ja die mit dem unbekannten Parameter, das mal ein Drittel, die Karte hier zu ziehen, die erste, plus 1 mal ein Drittel, das ist die zweite Karte, plus ja, 0 mal ein Drittel. Die Wahrscheinlichkeit ist 0, dass man damit Ja antwortet auf diese Fragestellung, die auf der dritten Karte steht. Gut, ja, was kommt hier summa summarum raus? Kommutativgesetz anwenden, 1 plus b durch 3. Okay, hier steckt wieder mein unbekannter Parameter im Zähler drin. Gut, was machen wir jetzt weiter? Die relative Häufigkeit der Ja-Antworten unter n Befragten, also kürzen wir es ab, relative Häufigkeit unter n Befragten ist, naja, Sn nennen wir die. Wir haben hier, das schreiben wir jetzt mal etwas, ja, abstrakt. Wir lassen j von 1 bis n laufen. Wir setzen hier die Indikatorfunktion ein und die bezieht sich auf dieses Ereignis. Der j Befragte antwortet mit Ja und die zählt nur diese Ja-Antworten. Die Nein-Antworten interessieren mich ja gar nicht. Durch n. Ja, jetzt haben wir die relative Häufigkeit drin. So, ich will p schätzen. Also brauche ich eine Funktion, kürze ich es mal ab, Funktion, deren Erwartungswert e von Funktion, schreibe ich es mal so unüblicherweise, für n gegen unendlich, also wenn ich die Stichprobenanzahl erhöhe, gegen dieses p konvergiert. Ja? Geht gegen p, schreibe ich es mal so. Also, oder machen wir es so. Also, der Erwartungswert von, nennen wir die Funktion Betach, genau, Betach. Der Erwartungswert soll gegen dieses b, dieses unbekannte b, konvergieren, wenn die Stichprobenanzahl gegen unendlich geht. Ja? Dann hätten wir sozusagen einen erwartungstreuen Schätzer. Ja, wie kriegen wir den? Da muss man ein wenig rum überlegen, das ist immer gar nicht so einfach. Das kommt auf die konkrete Situation an, wie man den konstruiert. Das ist auf jeden Fall eine Funktion, die diese Bedingung hier erfüllen soll. Ja, das hier. Ja, und da bietet sich jetzt mal an, dass wir die Funktion B, Hut oder Dach, meinetwegen mit 3 mal Sn minus 1 wählen. Ja. Warum wählen wir die so? Weil die erwartungstreu ist. Wir können hier jetzt die Kenntnisse, die Rechenregeln des Erwartungswertes hier anwenden. Wir müssen natürlich andeuten, dass wir hier nach einem unbekannten Parameterwert suchen, deswegen der Index. Aber wir haben eine Schätzfunktion konstruiert und die ist jetzt, ja, die 3 kann ich vor die Rechnung ziehen. Ich beziehe mich nur auf diese relative Häufigkeit, ziehe die 1 ab. Okay, dann habe ich hier 3 mal, ja, die Wahrscheinlichkeit für das Ja-Sagen, das haben wir ja gerade errechnet, b plus 1 durch 3. Das habe ich aber n mal, wir haben unabhängige Zufallsvariablen durch n, also kürzt sich das hier raus. Ich ziehe die 1 noch hier hinten ab und dann habe ich doch tatsächlich b, so wie es sein soll. Also daraus folgt, dieses b-Dach ist erwartungstreu. Erwartungstreu. Naja, und dann hat natürlich der Schätzer auch eine Streuung. Sprich, wir rechnen jetzt mal kurz die Varianz aus. Also wie streut der Schätzer? 3Sn minus 1 ist gleich so. Rechenregeln der Varianz hier ansetzen. Sn minus die Varianz von einem singularen Punkt ist 0. Der Punkt streut nicht, also können wir das hier hinten vergessen. Das können wir hier wegstreichen. Was ist hier vorne zu setzen? Hier verwende ich die Rechenregel, die kann man auch beweisen, das ist ein schöner Beweis. Ax plus b ist gleichbedeutend mit der Rechnung a Quadrat mal Varianz von x. Also das a hat natürlich jetzt, dieses a steht in Analogie zu dieser 3, das muss ich noch quadrieren, also habe ich hier 9 Varianz mal Sn. So, und dann habe ich hier, ich habe hier die Varianz von der relativen Häufigkeit. Naja, das hat man schon oft gemacht. 9 mal 1 durch n Quadrat, das ist auch so eine Rechenregel, aber dann haben wir natürlich ein Binomialmodell, also muss ich hier rechnen, n mal, wir haben unabhängige Zufallsvariablen, die haben alle die gleiche Varianz dann, b plus 1 durch 3 mal 1 minus b plus 1 durch 3. So, jetzt machen wir mal auf der Folgeseite weiter.
Jetzt kürzen wir und klammern mal 9 Entel aus, dann habe ich hier b plus 1 durch n minus b plus 1 zum Quadrat durch, ja, das 9 quadrieren wir gleich, die 3 quadrieren wir gleich, ergibt 9. So, dann habe ich hier zusammenfassen, also erstmal das n hier rausstreichen und die 3 setzen, ne? Weil wenn wir das rein multiplizieren, also hier kürzen wir erstmal, dann bleibt ein Entel und das multiplizieren wir ja hier rein, einmal da drauf, einmal da drauf, 3 mal 3 ist 9 und hier bleibt die 3. Okay, dann bringen wir mit Erweitern hier das Ganze auf einen Bruch, dann fassen wir zusammen. Ja, dann haben wir hier im Zähler stehen b minus b Quadrat plus 2 durch 1 ist gleich so und das kann ich faktorisieren. Satz des Vieta hier anwenden. B plus 1 mal 2 minus b durch n. Ja, man sieht, mit wachsender Stichprobe, hier steht das n im Nenner, ja, wird die Streuung immer kleiner, also die Schätzung immer besser, so soll es sein. Zusammenfassend zum Abschluss sei hier jetzt noch mal alles kurz auf einen Punkt gebracht. Also wenn n gegen unendlich läuft, also die Stichprobe immer größer wird, also ich immer mehr Leute befrage, dann wird mein Schätzwert b-Dach immer besser. Ja? Der nähert sich immer besser diesen tatsächlichen Wert b an. Ja? Und dieser tatsächliche Wert b, der bezieht sich ja auf die Grundpopulation, also auf den Anteil der Leute in Deutschland, die schon mal betrunken Auto gefahren sind. Ja. Also befrage ich n Leute und rechne mit B-Dach, um akzeptable Schätzungen für diesen Wert zu erhalten. Das war es eigentlich. Okay.